Hallo da zusammen, ich kann kein Pick jetzt. Und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Sonne! So, wir sind auf dem Weg zum Canyon von Pony, um zum Podium zu gehen, um das Leben ihrer Pokémon zu beschwören. Oh mein Gott, die sieht echt awesome aus. Nabu wartet schon auf uns. Der Canyon von Pony. Ist das Captain? Es gab keinen Inselkönig, der Captain ist auch ausgeflogen. Was ist das hier? Für Leute auf Inselwanderschaft ist das voll blöd hier. Ich hab mir gerade so auf. Ist alles klar gegangen? Ja. Hey Leute. Auch wenn Mike mir wieder aus allerlei Schwierigkeiten raushelfen musste. Ach, das ist doch nicht schlimm. Mein Großvater hat schon immer gesagt, ohne gegenseitige Hilfe kommt man nicht weit, das war ihr egal im Leben. Als Menschen nicht und auch nicht als Pokémon, aber das war ihr, ist ihr einseitige Hilfe. Bumbo! So, wie gehe ich von deinem Können schwer und reizt es mich, gegen dich anzutreten, Mike. Und das ist sehr gut, dass gerade meine große Prüfung ansteht. Ich mag vielleicht jung sein, aber sonst stehe ich anderen Inselköniginnen nichts nach. Mein Team von allen voran Pambros sollte man nicht unterschätzen. Traust du dich gegen mich, um meine Pokémon anzutreten? Das sei gewarnt, ich werde mich nicht zurückhalten. Und ob ich mich traue. Ja, muss mal kurz Pause machen. So, gerade den nächsten Fall abgewehrt. Ich bin die Inselkönigin Hapu. Und ich habe aus dem Glitzerstein, den mir von unserem Kampf einfach auf wurde, einen Zettring gefertigt. So, ich habe dann einfach einen Zettring, so wie du, Mike. Das bedeutet, die Kapu stehen uns beiden bei. Also dann, das ist meine erste große Prüfung als Inselkönigin Hapu. Ich werde all meine Kraft zusammennehmen und dich bezwingen. Oh, dauernd niesen gibt's ja nicht. Also, was meine ich, wenn er krank? Ein Dicktrieb fängt sie an, okay. Wolverock! Darum wurde ich erst gleich. Boah, 47? Oh crap, Basket. Oh, Erdbeben. Wolverock, denkst du das? Nee. Das ist eigentlich ziemlich heftig. Hier kann ich mit dem Kolossant noch erkämpfen. Mit der Dampfwalze! Nee, das geht vom Schaden. Kriegt ihr nicht auf das Problem, was einfach scheiße schnell ist? Jetzt werde ich jetzt auch noch nicht überspielen mit Kolossant. Die heilt. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass zwei in den Drops reichen. Ich habe eine bessere Rolle bekommen. Die kriege ich zurückgerufen. Die Beldra! Das ist mal stylisch. Wo ist denn so ein Name? Erdkräfte, I, das wird wehtun. Ich glaube, das war's mit so ein Name, oder? Ja. I, ist stark! Ah, Nestro habe ich noch. Das hat Eisattacken. Eises Odem! Wie ist ein Feuer Odem? Aber die liegt sehr defensiv. Eben. Paralysiert. Oh Mann! Ich hätte wieder weggehext. Eises Odem! Das reicht nicht mal aus, ne? Trotz Crit? Ne, das ist immer Crit. Aber ich sollte noch einen dritten Feuer oder einen Tanken. So, aber ein Eis ist ohne Tank nicht mehr.
Ja, das war eigentlich meine Geheimwaffe. Dicktri kommt wieder rein. Giga auf Kolossant. Kolossant kann doch gegen Pamron auch noch helfen. Das muss halt auch relativ fit sein, ne? Dampfwalze. Sandsturm. Na gut, das gehört Kolossant ist eher weniger. Das Ding hat Sandschleier. Oh Mann! Dein Ernst? Oder es hat Sandgewalt! Nee, es muss Sandschleier haben. Boah, Mann, ey! Es wird verdammt knapp hier! Und wie soll ich das Scheiße auspacken? Das ist echt zum Kotzen! Warum hat es so viel Schaden gemacht? Ich habe vorhin nicht mal ansatzweise die Hälfte gemacht. Kann ich sehen, was das für eine Fähigkeit hat? So, Siedewasser. Oh Mann! Ich werde so weggehext hier, das ist Wahnsinn! Noch ein wenig unterlernt, aber dieser Sandsturm ist weg. Vielleicht macht es jetzt wieder ein. Hoffentlich treffe ich jetzt mal. Das war wieder richtig mies. Das ist ein Sandschleier. Oh Mann! Ernsthaft jetzt? Endlich! Dicktri ist mal weg! Vierte Quarte, das war. Boah, das war nervig! Jetzt kommt wieder Tambros. Ich hab mal Tidia, aber das greift physisch an. Ich nehme Tidia mal halb ein bisschen das Team wieder auf. Ich nehme ein paar Beleber her. Kolossant zum Beispiel. Du Erdbeben, vielleicht gibt es hier gerade hier ein Erdbeben. Jetzt genau ausreicht, ne? Okay. Kann ich wieder die anderen bisschen hochheilen. Oh. Und was kommt denn? Das ist eine seismische Eruption. Sandsturm ist immer weg, jetzt kriegen wir diesen Chip der die ganze Zeit. So, jetzt lassen wir mal Tidia heilen. Ja, es ist ein bisschen langwieriger Kampf, aber ey, das ist die Hexe am Anfang war wieder heftig.
Ich muss meine Pokémon voll haben, die müssen alle noch was trinken, weil sie ja. Altes Problem ist auch noch, alle so brechend langsam sind. Wir tauchen den Lost Report in sicheren Switch hin. Ach, das Tor. Tor, zack. Super Wassertornado. Fast die Hälfte Schaden. Gut, ich bin nicht paralysiert. Ich habe mir meine Zellkraft gefällt. Super Wassertornado! Ja. Down. Gut. Kolossand habe ich 45. Was kommt als nächstes? Gastrodon. Okay, aber da kann ich Kolossand wieder einsetzen. Wiedersorge. Nur weil die Romantilia noch das Video überleben könnte. Mir war klar, dass noch ein Wasserboden-Pokémon kommt. Nehmen wir. Sollen wir sogar trinken? Ja. Klumpen wirkt. Und der Giftersorge kommt. Ich belebe Mantilia wieder. Denn das reicht nicht, um mich hier im Bereich zu halten, wie das tanke. Und ich glaube, es macht mehr Schaden. Blütenwirbel! So, dann war's. Boah. War der das ist echt der heftigste Inselkönigkampf besetzt, also der war knackig. Du bist so stark, dass ich selbst in meinem eigenen Eingeweiden spüre. Wow, was? Uiuiuiui. Das ist mir aber ja gezeigt. Das ist echt Spaß gemacht. Ja, selbst wenn ich jetzt alles gebe, bin ich dir nicht gewachsen. Aber ich habe viel dabei gelernt. Dafür bin ich jetzt dankbar, Mike. Jeder Zeckerstaffel liegt Boden, auch Therium Z genannt. Das gehört dir. Oh, es fehlt noch Eis, Drache, Fee. Ein Flug. Ich habe alle vier Prüfungen bestanden. Ich zeige dir auch die zugehörige Pose, also pass gut auf. Oh. Ja! Hey, Lili, ich muss schon sagen, du hast da wirklich einen ganz besonderen Ringer als Freund gefunden. Mach dir mal auf den Weg zum Podium, denn es geht dort lang. Der Weg zum Podium führt durch den Canyon. Du wirst dort auf kampfwillige Trainer treffen. Das wird kein Spaziergang, so viel steht fest. Du musst jetzt stark sein, Lily. Wenn irgendwas ist, dann sind Fambus nicht sofort zur Stelle. Danke, Capo. Ich werde mein Bestes geben. Was ist mit mir? So, auf geht's. Dann langsam Finalstimmung. Lili, bitte sag mal, dass du mich heißt. Ich kenne den von Pony. Beeindruckend findest du nicht? Dieses seltsame Ding hier, soll das ein Wegweiser sein? Ach mal, bitte nimm das hier. Doppelleber.
Diesen Topbeleber habe ich im Ätherparadies gefunden. Ich werde, sobald ich mich gesammelt habe, werde ich dir folgen, Mike. Du bist stark genug wegen der Mutter, um wirklich gleichermaßen zu helfen zu können. Bevor du weitergehst, mache ich deine Pokémon wieder fit, wollte ich gerade sagen, bitte. Als Trainer musst du dafür sorgen, dass deine Pokémon wohl auf sind und dir vertrauen. Dann könnt ihr die Zeit miteinander genießen. Na dann los. Schon der erste. Trainer und Pokémon sollten gleichermaßen frei sein. Frei ist das einzig wahre. Freiheit. Ups. Veteran Leopold. Kürtel. Das wird trotzdem nicht viel Feuerbrock aushalten. Was auf Dürre. Aber wenn ich jetzt schon so schwer tue, wie wird denn die verdammte Liga? Oh Mann. Jetzt habe ich kein Pokémon, das irgendwo durchsweepen kann. Einfach da liegt einfach daran, dass es hier keine Sweeper gibt in der Gen. Ach man, die Stein kann der Mist erstmal. Ich burne. Ah! Apokalyptische Steinpresse. Das ist schon echt anstrengend. So. Da noch ein Volltreffer. Wasserreich Level 46. Huhu. Kani. Ich gehe auf Kolossand. Boah, nicht mal ansatzweise genug. Ach, am besten muss das ganz gut herbauen können, denke ich mal. Mir fehlt dann Durchschlagkraft im Team. Darum wollte ich ihn drauf wechseln, aber jetzt hat die Sonne weg. Turbo-Tempo, hä? Es fehlt nur noch massiv zum Durchschlagkraft zum Tier. Also. Anfallen, was ist das denn? Hilfe-Attacke, der geht 80. So, ich muss glaube ich Verbrennung heilen vom Feuerbrock. Gut so, gut so. Seid frei, frei wie ein Wingull. Müssen wir hernehmen, das hier? Ja. Das ist eine Verbrennung, das brennt ja nicht direkt. Ja, kurz noch Wolver wieder aufgeheilt. Mal kurz Alter. Oh, das war jetzt der erste Trainerkampf. Ich meine, ja, es kommt eine Finalstimmung auf und so, aber das ist mittlerweile echt nervig mit den ganzen Hex. Da hinten gibt und ah, hier gibt es ja wieder Pokémon, stimmt. Bokara! Ich
Ja, ich glaube, dass ich mal gucken, was diese wilde Pokémon gibt, ne? Oh, Item. Elixier, cool. Hier ist noch eine Trainerin vorbeige... Ja. Nee, das will ich noch machen, keine Sorge. Golbat gibt's hier. Ah, gibt's ja noch andere? Ich will mal gucken, was hier noch anderes gibt. Mist. Wie? Ah, irgendwann ist für hier durch? Die Jugend von Lola ist echt hart im Nehmen. Ich wollte nicht in sie reinrennen, ich wollte... Okay, sehen wir im nächsten Part oder so, was mich zufällig noch alles angreift, ne? Nee, mein Pokémon. Bitte, dass wir die Steinschwäche haben. Oh, scheiße. Hm, ich hab kein Gift-Pokémon, dann machen wir erst doch mal ein Gift-Hieb. Ich geh auf Spaß. Der hat den Flammenwurf. Rückenwind. Das ist die Attacke für mein Team. Nur weil ich mir trotzdem irgendwas bieten. Tja, Baumer sagt gar nichts. Noch langsamer kann ich nicht werden. Lol. Ich habe ja Flammenwurf gerade aus seinem Schwanz. Lol. Was? Was zum? Oder vor der Jugend der Alola-Region und auch vor dir und deinem Pokémon. Hat gerade Flammenwurf mit seinem Schwanz gemacht. Okay, Leute, das war mir jetzt zu viel. Das war's Pokémon Sonne für heute. Ich danke fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.